Die Gesamtliebe und die Einzelliebe von Angela Kraus. Gesprochen von der Autorin. Die Pultscholle. Der erste Satz. Die Suche danach, das Warten darauf. Die Entscheidung dafür kann Jahre dauern. Der erste Satz, der auf den Leser trifft. Diese Situation ist vergleichbar jenen ersten Momenten einer Begegnung zwischen zwei Fremden, in denen sich alles Weitere entscheidet. Umgangssprachlich nennen wir es Chemie, was da stimmt oder auch nicht. Wir nennen es auch Wellenlänge. Schlagen wir ein Buch auf und lesen die ersten Sätze, so trifft uns eine bestimmte Wellenlänge, ein Ton ist angeschlagen. Der Ton, in dem dieses Buch zu uns sprechen wird. Ob wir als Leser unser inneres Orchester auf diesen Ton einstimmen können, das entscheidet sich nach wenigen Sätzen. Tatsache ist, das Werk, das in den nächsten Stunden in unserem Inneren erklingt, ist eine Symphonie neuer, fremder und unserer eigenen Töne. Dieses Buch, das wir in Händen halten, ist 3000-mal oder 30.000-mal gedruckt. Dieses eine aber, das wir gerade lesen, existiert nicht noch ein zweites Mal. Einfach deshalb, weil wir selbst nicht noch ein zweites Mal existieren. Erst indem wir es lesen, indem unsere innere Formenwelt mit der dieses Buches verschmilzt, erst da wird dieses Buch einmalig und ein Teil von uns selbst. Und etwaige Ansprüche des Autors auf eine bestimmte Bedeutung sind dahin. Was aber bringt dieses bei Menschen wie bei Kunstwerken so schwer Fassbare, das wir Wellenlänge, Ausstrahlung, Ton, Stil nennen, hervor? Wie entstehen die Formen unserer inneren Welt? Wie kommunizieren sie mit denen der äußeren Welt, die zuerst da sind, in denen wir aufwachsen, denen wir unsere eigenen entgegensetzen? In welchen Formen leben wir? In welchen Formen erleben wir? Mit welchen Formen reagieren wir auf die Welt, von denen Kunst nicht die einzige ist, aber wohl die erstaunlichste? Gemessen an unserer ganzen Lebensgeschichte bewegen wir uns anfangs eine unermesslich lange Zeit in einer Art Lebensvorzimmer ohne Grenzen, umgeben von Schemen, die sich nicht beeilen, deutlicher zu werden, an die sich aber binden muss, was wir in diesen Wochen im Übermaß haben: Hunger nach Nahrung, Wärme, Nähe. Wo Geografie als etwas Wahrnehmbares noch nicht existiert, also kein Raum und obendrein keine Zeit, diese Konstrukte menschlichen Geistes, wie Einstein das nannte, wo das also fehlt, gibt es nichts anderes als das Bedürfnis, das Begehren. Es ist eine noch durch keine Rücksicht relativierte Forderung an die Welt. Die Welt, die als Form noch fast nicht existiert, nur weil der Mensch im Alter von 5 Tagen sie noch nicht weiß, sie vielleicht als unbestimmte Gegenkraft fühlt. Nur deshalb ist er zu dieser machtvollen, angstlosen Anmaßung fähig, zu diesem glanzvollen Selbstvertrauen, mit dem er sein Recht, hier zu sein, verkündet und unmissverständlich seine Bedingungen stellt. So im ungetrübten Bewusstsein seiner Herrlichkeit wird er freilich nie wieder sein. Wir sind am Ausgangspunkt des Lebens und des Schreibens, des Schöpferischen. Die Orientierungslosigkeit, dieses mit Spannung, Angst, mit ungerichteter,
und auf alles gerichtete Geistesgegenwart verbundene Schweben im Ungestalteten. Das ist Anfang. Etwas ist um mich herum, ist außer mir noch da, das andere, die Welt. Die Ungeheuerlichkeit dieser Tatsache durchleben wir in einem Alter, da der sprachliche Ausdruck uns noch versagt ist. Angenommen, wir hätten mit 5 Tagen oder 5 Wochen schon Sprache, es verschlüge sie uns sofort wieder. Das ist außer einem Selbst, dem erlebten Ich, noch etwas gibt, etwas, das obendrein noch macht, was es will. Das ist eigentlich die einzige Erfahrung, die wir zu machen haben. Mit den Einzelheiten sind wir bis zu unserer letzten Stunde beschäftigt. Das Schweben im Ungestalteten. So etwa fängt es immer an. Erregung, Euphorie, Angst. Vor allem aber uneingeschränkte Geistesgegenwart, mitunter durch Schläfrigkeit getarnt. So fängt es an, dass ich und ringsum nichts, was benennbar wäre. Denn dazu müsste es eins haben, Form. Das Erzgebirge, in dessen Ausläufern ich geboren bin, als Gebirge wahrzunehmen, war mir durch frühzeitiges Reisen möglich. Ins Gebirge zu reisen, mit dem Dienstwagen meines Vaters, 5-jährig, die Beine auf dem Sitz neben dem Chauffeur gerade vorgestreckt, hieß kleine Erzgebirgsstädtchen zu durchfahren, deren Häuser nichts Offenes, Einladendes hatten, wie alle Häuser, die für lange Winter gebaut sind. Hügeliges, stetig ansteigendes Land, das immer wieder nach einer Kurve oder Anhöhe schön einsehbar war, ein weites Becken, Rapsfelder und gleich dahinter erneut hinauf, ganz selbstverständlich. Das alles war für mich aufgebaut, wie der Weihnachtstisch. Besonders nach einem neuerlichen Anstieg und dem Blick ins weite Land. Jemand hatte das ausschließlich für mich eingestellt. Sobald also Form zu erkennen war, wurde sie als Teil der eigenen erlebt, mit der eigenen abgeglichen. Die Einheit von Ich und Welt, also das Paradies, konnte fortbestehen. Schade, unsere bewussten Erinnerungen reichen dorthin nur selten zurück. Das Hinauffahren ins Erzgebirge im EMW, der diese mit gerilltem Hartgummi belegten und silbern eingefassten Trittbretter hatte, die im auslaufenden Schwung die Wölbung der Radschutzbleche fortsetzten. Das Hinauffahren, das eine Stunde dauerte, war ein Vorankommen auf der Pultscholle, ein allmähliches Steigen vom Flachland aufwärts, nichts Dramatisches, Wechselhaftes, sondern ein ruhiges, erwartungsvolles Hinanbewegen, während der Chauffeur Genosse Georgi für mich Onkel Gorki meine Reiselust anfeuerte. Erwartungsvoll, das ist die Pultscholle im Erleben. Die Zwickauer Mulde, die 4 Kilometer vor dem Ziel neben dem Wagen in einem 30 Meter tiefen Abgrund rauschte, war das Ende des ruhigen Vorankommens, was ich mir aber nicht anmerken ließ, so sehr ich auch unseren Absturz fürchtete, indes Onkel Gorki lachend und rauchend das Lenkrad drehte. Dann war das Gebirge da. Eine Kette von Gipfeln, spitz zulaufend die meisten, der größte aber mit einem langen Plateau. Was Landschaft für die Formung eines Menschen bedeutet, ist so elementar, dass wir es meist nicht bemerken. Eben weil es die erste Großform ist, von der wir uns umgeben fühlen, umrahmt, eingeschlossen, begrenzt, hervorgehoben, in euphorischen Augenblicken gekrönt
und in Ausweglosen unterdrückt glauben. Die Landschaft als die Gestalt der Welt ist glücklichenfalls das große Nest, in das wir aus dem Kleinen überwechseln, schlimmstenfalls die Fremde, die Wildnis, in die wir ausgestoßen werden, indem wir der Behütung entwachsen. Die Entscheidung für Nest oder Wildnis, sei es urbane, soziale oder ästhetische, liegt in uns selbst, in unserem psychischen Organisationsgrad. Man sagt, ein gut organisierter Mensch fühle sich auch in der Hölle wohl. Die Landschaft indes bleibt immer gleich innerhalb ihrer Gesetze. Die Landschaft kann normalerweise nicht weg, wie wir. Die Landschaft liegt da. Es waren mehrere spitz zulaufende Gipfel, steinerne, blaugraue Kegel, auf denen sich kleine Rädchen drehten, auf jedem Gipfel eins und auf dem langgestreckten Gipfelplateau des größten Bergmassivs war ein barackenartiges Haus zu erkennen. Etliche Leitungsmasten und trotz der riesigen Entfernung die Buchstaben auf einer langen Tafel. Vor uns stand das Erzgebirge. Jetzt begannen ein paar schöne Tage und Nächte bei meiner Großmutter. Lichtschlitten, die über die nächtliche Stubendecke fuhren. Meine Füße an den Großmutterfüßen um die laue Wärmflasche geklammert. Der Phosphorwinkel auf dem Uhrenglas glimmt. Die mit Pechblende beladenen Kipper krachen die Talstraße herunter. Das Haus zittert. Uran strahlt. Leuchtet Uran? Der hohe Ton der Schlemaer Luftschachtsirene spannt sich durch die Nacht. Ein unsichtbarer Faden, hart wie Diamant. Mein Herr, mein Heiland! Aus dem kleinen, mageren, energischen Körper meiner Großmutter strömen Seufzer der Befriedigung. Sie reißen nicht ab. Der Wecker klingelt. Sein mit Radiumstaub gezeichnetes Zifferblatt leuchtet. Meine Großmutter verschwand aus dem warmen Bett. Ich sah noch eine Weile ihren hellen, nackten Körper im Dunkeln und hörte ihre lustvollen Seufzer, vom Seiflappen erstickt, vom Kaffeeschlürfen unterbrochen. Ich war längst wieder eingeschlafen, als sie auf dem Weg zur Arbeit war, 2 Kilometer Fußweg hinauf zu Schacht 9. Um 6 begann ihre Schicht in der Kleiderausgabe. Sie war im Berg verschwunden und ich wartete auf sie, wendete kleine Schnitzfiguren hin und her, Bäume und Rehe aus Holz, das Gebirgspersonal bestehend aus Förster, Jäger, Bergmann. Alles war aufgeboten, mir eine Vorstellung zu geben, wo ich mich befand, wo ich hingeraten war durch jene intelligente Instanz, für die wir so viele Namen haben. Draußen lag das Gebirge mit den sich hurtig drehenden Rädern auf den Gipfeln. Gerade als hätte meine Großmutter mit Schichtbeginn zu ihrer Beschleunigung beigetragen. Und drinnen war das Gebirge noch einmal errichtet. Auf der ganzen Länge des Wohnzimmerbuffets aus Pappe, Leim und Farbe. Und zwar nun aufgeklappt, ein in der Mitte durchgeschnittener Berg, dessen Querschnitt mir etwas offenbarte, was mir neu war. Unter der Erde existierte eine weitere Welt. Nur zur Weihnachtszeit und auf Drängen hin bis Fasching blieb dieses Ereignis Weihnachtsberg genannt. Ich stand in dicken Filzschuhen davor, denn die erzgebirgischen Häuser waren alle fußkalt. Ich stand stundenlang in meinen Filzschuhen auf einem Fleck, nur schauend. Ich ergab mich dem Einblick in das Geheimnis, von dem nach Fasching niemand mehr sprach.
Es existiert eine Welt hinter